Herzlich willkommen zu einem Let's Play Final Fantasy X. Ich habe mich jetzt entschieden, doch nicht wie im Test aufzunehmen, sondern noch mal ein bisschen rumexperimentiert und festgestellt, hey, wenn du deine Festplatte ein wenig vorhast und mal eben kurz bei einer Aufnahme 70 GB Aufnahmedateien hast, dann hast du auch eine etwas bessere Videoqualität. Und dieses nutze ich jetzt aus. Einfach nur, um eine bessere Videoqualität zu erzielen. Und wir nehmen das Standard-Sphero-Brett. Mehr Platz, weniger Chancen, sich zu verskillen. Leider auch ein wenig Verlust der Individualität. Das gibt sich aber relativ schnell wieder. Diese Videos. Funkelnde Lichter überall. Ja gut, ein funkelndes Licht da im Hintergrund, aber. Ah, da sind sie. Listen to my story. This may be our last chance. Ach ja. Das gefühlt 30. Mal, dass ich jetzt den Anfang spiele. Innerhalb von wenigen Tagen. Einfach nur um zu testen, hey, wie kriege ich die beste Qualität raus? Können wir gleich? Können wir nicht.
Gib dein Bestes. Ja, machen wir später. Möchtest du irgendwas? I've been a big fan of yours from the very beginning. I won't let you down. Thanks. Ja, außen spricht kaum einer. Hey, how are you feeling? Mit den Leuten. Great as ever. Thanks. Yeah, we're cheering for you. The game tonight, it's very important. Are you gonna show us that shot tonight? I don't know. Maybe. You should do it for us. So, jetzt haben wir außen die fertig, die sonst jeder andere vergisst. Und jetzt nehmen wir die mit. Can you sign this? No problem. So. Und jetzt mal wieder unser tatsächlich Let's Player Name. B. A. Z. E. Start. Bestätigen. Recht so. Ja. Alrighty. Me too. Take it easy. Ach so, ganz nebenbei, warum ich hier die englische Synchro habe. Ich spiele es wirklich auf PS2, also tatsächlich Retro. Neuauflage ist an sich dasselbe Spiel, nur mit anderen Synchro. Und ich mag die nicht. Auch wenn dann die Übersetzung besser passt. Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? Ja, klar, flirte. He's blocking the front row. Got it. Dann können wir jetzt los. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, You camp tonight. I mean, tomorrow. Promise? Promise. Jojo, 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 jojo. Schöne Stadt. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player.
He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. So, damit haben wir den Erzähler hinter uns. Ich weiß zwar nicht, wer der Erzähler ist, aber... Und ich habe das Spiel eigentlich sogar schon mal durchgezockt. Und ich weiß es trotzdem nicht. Boah, lässt mich durch. Und gleich kommt das Übervideo. Da wird sich richtig zeigen, ob sich die Änderung gelohnt hat oder nicht. Von wegen aufnehmen. Genießt es. Ich lasse euch mit dem Video alleine. So, das war ein tiefer Sturz. Ich hoffe, das Video kam relativ gut an. Ach, nebenbei, bevor ich jetzt mit dem Wanderknilch da mich unterhalte. Die schwarzen Ränder, die wir haben, die lasse ich mit Absicht drin, ansonsten leidet die Bildqualität. Wenn ihr wollt, dass ich die schwarzen Ränder entferne, müsst ihr halt das in den Videobeschreibungen mit reinsetzen. Aber wie gesagt, die Videoqualität wird drunter leiden. Ob ihr damit leben könnt, dann, das ist eure Sache. Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Hinterher. Wir scheinen ihn zu kennen. Ah, ah, ah.
Ja, da würde ich aber auch rennen. Wenn so ein riesiger Wasserklumpen alles platt macht, hä? Schon wieder leer? It begins. What? Don't cry. Okay, wieder alles normal. Hatten wir ein Flashback oder was? Na egal. Einfach gucken. Der ist echt die Ruhe selbst, der liebe Oren. Und da ist die riesige Wasserblase. We called it Sin. Sin? Wasserblasen haben Namen. Ah, wir können das Schwert doch mit einer Hand halten. Na dann. Hey ho, let's go. So schnell bricht man durch, ohne Schaden zu kriegen. Also auf gut Deutsch, nur die, die vorne stehen. Vernichtend heißt einfach nur, dass eine gewisse Schwelle überschritten worden ist. Bis später im Spiel ist relativ lustig zu wissen und kann kleine Vorteile bringen. Das Vieh sieht böse aus. Gravitas. Macht ein Viertel der Gesamttapeten an Schaden. Ekstase, jawohl, zeige ich euch, brauchen wir nicht lange lesen. Sei es mal Orens erster Ekstase. Jeder Charakter kann bis zu 4 Ekstasen haben, standardmäßig. Und es gibt auch noch so ein paar Ausnahmen, wo mehr Ekstasen möglich sind. Werdet ihr alles mit der Zeit kennenlernen.
alles One-Hits und drauf. Jetzt können wir nicht mehr verlieren. Weil es heißt zwar, ein Viertel wird jedes Mal abgezogen, aber da kommt es. Es wird aufgerundet. Also mindestens ein HP ist immer left. Und wir setzen jetzt den Salt Reef ein, damit ihr die zweite Phase seht. Ach ja, das ist das Schöne, wenn man ohne wirkliche Verzögerung spielt. Ich greife nur aus einem Grund mit Auron nicht an. Damit sich die Ekstase-Liste bei Batze wieder füllt. Bei Auron ist mir das relativ egal. Dauert zwar so deutlich länger. Aber auch das ist mir egal. Warum ich unbedingt die Ekstase-Leiste voll haben möchte bei Batze, das werdet ihr noch sehen. Oder besser gesagt, ich werde es euch noch erklären. Später. So. Ach ja, nochmal zuschwellen. Ja, komplett voll kriegen wir die Ekstase-Leiste nicht. Da müssten wir schon sehr, sehr dreist sein. Und das Ganze sehr, sehr lange rausziehen. Und das möchte ich euch doch nicht antun. Mal zuschlagen. So. Wisst ihr was? Ich erkläre es euch jetzt schon. Nicht, dass ihr jetzt schon am Fluchen seid, warum macht der das? Neue Ekstasen bei Tidus oder in unserem Fall Batze erlernt er, indem man die Ekstasen eine gewisse Anzahl einsetzt. Die zweite Ekstase kriegt Batze, wenn er 10 Mal seine Ekstase eingesetzt hat. Die zweite bei 25, dann 50, dann 100. Das müssten so die Zahlenwerte sein. Ich guck das aber nochmal nach, um euch die genauen Zahlen zu sagen. 10 ist auf jeden Fall die Part 1. So, hier ist der Speichersphäroid. Da können wir speichern. HP und MP werden aufgefüllt, also ist dann nicht so schlimm, den Front so tief droppen lassen haben. An dieser Stelle speichern wir auch. Platz 1. Ja, da hatte ich einen Part schon abgedreht gehabt, aber der war qualitativ so schlecht, dass ich ihn noch niemals als letztes Test hochgeladen hatte. Deswegen überschreiben wir den. Platze, Senderkent, Schnellstraße. Vorbei, so schnell geht es hier gar nicht voran. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde nämlich jetzt mich nur von Speichersphäroid zu Speichersphäroid oder wenn das wirklich kurze Parts sind, so Pi mal Daumen, halbe Stunde aufhalten. Das werden dann so über 100 Folgen wahrscheinlich, aber hey, egal, passt schon. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 10. Bis dann!